Du denkst, die Ghost Recon Delta Company hat Einfluss und kann tatsächlich etwas bewegen? Dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Letzte Woche habe ich eine Umfrage in meinem Community-Tab gemacht mit dem Titel Was denkst du, wie viel Einfluss hat die Ghost Recon Delta Company? Gehen wir die Punkte, für die ihr gestimmt habt, einfach mal von wenigen Stimmen zu vielen Stimmen durch und ich sag dir zu jedem Punkt, wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckt. 4% von euch glauben, dass die Mitglieder der Delta Company nach Entscheidungen gefragt werden und dann ein Veto einlegen können, also eine von Ubisoft getroffene Entscheidung quasi rückgängig machen können. Das war, soweit ich weiß, noch nie der Fall. Also zumindest seit ich in der Delta Company bin, gab es so einen Fall noch nie. 6% von euch glauben, dass wir von der Delta Company vor Entscheidungen gefragt werden und dann mitbestimmen können, wie sich das Ganze entwickelt. Das war tatsächlich früher mal teilweise so, aber mittlerweile leider nicht mehr. Deutlich mehr von euch, und zwar 32% um genau zu sein, glauben, wir können Updates vorher testen und Verbesserungsvorschläge nennen. Das war tatsächlich früher so und war auch so bis, glaube ich, zum letzten Update vor der KI-Kameraden-Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei der KI-Kameraden-Erfahrung war es schon nicht mehr. Ja, so muss dann das letzte Update davor gewesen sein. Das war, glaube ich, Operation Amber Sky. Müsste so gewesen sein. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau, welches das letzte Update war, das wir vorher testen konnten und Verbesserungsvorschläge nennen konnten. Ich erinnere mich sehr lebhaft noch an das Widerstandsevent und an Episode 3 erinnere ich mich noch sehr gut, aber danach habe ich irgendwie keine Erinnerungen. Aber wie gesagt, Updates testen und Verbesserungsvorschläge nennen, das war früher mal so. 58% von euch und damit die Mehrheit glauben, dass wir keinerlei Einfluss auf die Entwicklung haben und einfach nur kommende Updates vorab spielen können und aufnehmen können. Und dazu muss ich sagen, ja, aktuell ist das so. Bei Eintritt in die Delta Company mussten wir alle eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen, einen sogenannten NDA, ein Non-Disclosure Agreement. Das besagt, dass wir Dinge, die wir dort erfahren, also innerhalb der Delta Company erfahren, nicht nach außen tragen dürfen. Dieser NDA ist irgendwie zum Teil ausgelaufen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir aber keinen neuen NDA zum Unterzeichnen bekommen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber wir wussten noch nicht einmal, was Operation Motherland überhaupt ist, bis wir es selbst im Early Access spielen konnten. Uns wurde nichts gesagt, wir konnten fragen, wie wir wollten, nicht mal eine Kleinigkeit wurde uns genannt. Es wurde vor, ich glaube, einem halben Jahr, wurde mal eine Kleinigkeit daraus genannt, aber danach gar nichts mehr, komplette Funkstille. Und ja, also... Wie gesagt, also im Grunde sind wir wie die Presse momentan. Wir wissen nichts, wir können einfach nur vorab spielen und ja, Content erstellen. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Vor kurzem, vor allem nach so einer gewissen Ankündigung, habe ich sehr viel gelesen, nicht nur auf YouTube, auch auf Reddit und überall. Die Delta Company hätte sehr viel Einfluss auf den PvP. Aber wie viel Einfluss hat die Delta Company denn auf den PvP-Modus von Breakpoint? Ich persönlich erinnere mich nicht daran, dass wir jemals einen wirklichen Einfluss auf den PvP-Modus hatten. Aber ich bin auch nicht im PvP-Detachment, also im Tactical Assault Detachment. Ich bin ja im Content Creator Detachment sozusagen. Das ist das Mission Intel Detachment. Was ich aber weiß, ist von ein paar Leuten, die im PvP-Detachment sind, dass alle Rufe nach Verbesserungen, Bugfixes und so weiter ungehört und unbeantwortet bleiben. Da wurden teilweise seitenlange Reports geschrieben mit Verbesserungsvorschlägen und so weiter, aber es kam einfach keine Reaktion. Oder es kam nur ein, ja danke, wir geben es weiter, und aber es ist dann nichts passiert. Dadurch hat das Tactical Assault Detachment, also die PvP-Abteilung, auch zu einem gewissen Grad die Hoffnung verloren, dass da überhaupt noch irgendwas passiert. Und ich persönlich, ich finde das absolut verständlich. Ich habe auch die Hoffnung verloren, dass irgendwelche Verbesserungsvorschläge, die ich nenne, jemals gehört werden.
Ich zum Beispiel habe schon seit dem ersten technischen Test diese Kompassleiste oben am Bildschirmrand, ja, angefordert, möchte ich mal sagen. Aber es ist halt nichts passiert. Sie ist in Wildlands drin, aber bei Breakpoint nichts. Stattdessen bekamen wir dann den Kompass, also die Minimap Light. Aber das ist halt einfach nicht dasselbe, denn die zeigt halt auch den Gegnerstatus an und so weiter, was man als No-HUD-Spieler nicht möchte. Wenn wir über PvP sprechen, müssen wir natürlich auch auf diese besagte Ankündigung eingehen, und zwar die Ankündigung von Ghost Recon Frontline. Welchen Einfluss hatte also die Delta Company auf Frontline? Tatsächlich fast gar keinen. Der absolute Großteil der Delta Company wusste nicht einmal, dass Frontline existiert. Es wurden nur sehr, sehr wenige Mitglieder der Delta Company in das Testprogramm für Frontline, ja, eingeladen. Der Rest wusste gar nicht, dass da irgendwas in der Mache ist. Und die Leute, die eingeladen wurden von der Delta Company, ich glaube, das waren 4 oder 5 Leute, mich mit eingerechnet, das waren, wenn ich mich nicht irre, auch keine PvPler. Also niemand aus dem Tactical Assault Detachment. Also auf der Delta Company rumzuhacken wegen Frontline ist komplett, das ist wie, keine Ahnung, einen Winzer zu beschimpfen, weil die Pizza nicht schmeckt. Ja, also das ist, die Delta Company hatte damit, bis auf, wie gesagt, ein paar Mitglieder, mich mit eingerechnet, nichts zu tun. Generell wird auch auf Feature-Requests und Bug-Reports von uns seitens Ubisoft wenig bis gar nicht reagiert. Dabei muss ich ganz klar eine Ausnahme machen, und zwar ist das die Mitarbeiterin von Ubisoft, die sich um die deutschen Mitglieder der Delta Company kümmert, denn die macht wirklich einen super Job und kümmert sich auch, wenn man etwas an sie heranträgt. Aber ansonsten so international. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas aufgenommen wird. Ich weiß nur, dass halt kaum Rückmeldung kommt. Und ich weiß auch, dass schon verschiedene Mitglieder oder Ex-Mitglieder aus der Delta Company freiwillig rausgegangen sind, weil man halt eben diesen Eindruck hat, dass man gar nichts bewegen kann. Das hört sich jetzt alles so ziemlich negativ an. Aber so ist es eigentlich gar nicht wirklich gemeint. Ich bin trotzdem froh und dankbar, dass ich in der Delta Company sein kann. Es ist eine großartige Community. Ich komme nicht mit jedem gut klar, aber das ist wohl überall so. Ich habe viele neue Bekanntschaften gemacht, viele nette Leute kennengelernt. Auch, dass ich Updates vorher spielen kann, bevor sie rauskommen, und Content dazu erstellen kann, ist einfach super, und da freue ich mich mega drüber, bin super dankbar für diese Möglichkeit. Und auch immer, wenn wir auf dem Discord der Delta Company zusammenkommen und sprechen und vielleicht ein, zwei Runden irgendwelche Spiele spielen, das ist immer sehr, sehr schön. Und ich freue mich und ich bin dankbar für jeden, den ich dort kennenlernen durfte. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass die Ghost Recon Delta Company im Grunde sowas ist wie eine Freundschaft plus. Eine Ghost Recon Fan Community mit besonderen Vorteilen, wie zum Beispiel dem Early Access bei Updates. Der tatsächliche Einfluss geht mittlerweile leider nahe Null. Das war, wie gesagt, mal anders, aber mittlerweile, also ich glaube nicht, dass wir noch groß Einfluss haben. Ist zumindest mein Eindruck. Das kann natürlich von der Realität abweichen, das weiß ich nicht. Aber wenn wir keine Rückmeldung von Ubisoft bekommen, dann, ja, muss dieser Eindruck einfach entstehen. Die Delta Company wurde ja ursprünglich mit dem Ziel gegründet, dass wir als Community Leader die Verbesserungswünsche und Feature-Requests und Vorschläge und so weiter, die Stimmung der Community einfangen und das an die Entwickler weitergeben. Da das aber mittlerweile, ja, relativ, ich weiß gar nicht wirklich, wie ich es sagen soll, sag mal, tot ist, diese Idee, bleibt natürlich die Frage, was kann man tun, damit sich wirklich etwas im Spiel ändert oder am Spiel ändert. Ich glaube, damit sich wirklich etwas ändert, muss ein Großteil der Community das mit Nachdruck fordern. Das sind nur meine Eindrücke, aber ich glaube, die Entwickler, jetzt nicht nur von Ghost Recon, sondern generell, hören vor allem sehr gut zu, wenn es Richtung Shitstorm geht. Das heißt nicht, dass ihr einen Shitstorm lostreten sollt für jeden Scheiß, ja? Das heißt einfach nur, wenn ihr etwas möchtet, wie jetzt zum Beispiel an meinem Beispiel mit dem Kompass, beziehungsweise der Kompassleiste oben am Bildschirmrand, dann müsste Reddit voll sein damit, da müssten die Ubisoft-Foren voll sein damit.
dann müssten die Discord-Server, auf denen Ubisoft-Mitarbeiter zugegen sind, voll sein damit. Twitter, Facebook, was weiß ich. Es müsste einfach ein Großteil, ein lauter Großteil der Community fordern, damit sowas ja umgesetzt wird. Mittlerweile, glaube ich, das ist mein Eindruck und ich finde das sehr schade, diese Entwicklung, denn ich fand die ursprüngliche Idee der Delta Company sehr, sehr gut, deshalb habe ich mich ja auch dort beworben, aber mittlerweile ist es halt wie gesagt eigentlich nur noch eine Fan-Community mit besonderem Plus. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein wenig Licht ins Dunkel bringen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns.